Wie kannst du denn damit spielen? Wie kannst du denn damit competitive irgendwas reißen? Das geht doch nicht. Doch, Leute, das geht. Und das ist eh Quatsch. Ja, was die testen, das ist nur Marketing. Das hat mit der realen Welt nichts zu tun. Aloha, Freunde der PlayStation und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, sehr viele da draußen haben mich drum gebeten, dieses Video hier für euch zu machen. Heute soll es um das Thema PlayStation 5 Monitore gehen. Worauf müsst ihr beim Kauf achten? Welche Spezifikationen sind wirklich wichtig? Wo ist eher ein bisschen mehr Marketing im Spiel? Wie könnt ihr euer Geld da gut und sinnvoll investieren? Wie zufrieden bin ich mit dem Bildschirm, mit dem Monitor, den ich mir vor 3 Tagen gekauft habe? Samsung 28 Zoll IPS Display 4K. Und wieso lohnt es sich eigentlich generell, einen Monitor für die PS5 zu holen, anstatt einen Fernseher? Ja, das alles und mehr, wie gewohnt, nach dem Intro. Freunde, wir haben mittlerweile über 1500 Mitglieder bei uns im PlayStation 5 Forum und das freut mich wahnsinnig. Und bitte tut mir einen Gefallen, ich bekomme tagtäglich Dutzende Nachrichten zum Thema Monitore, Bildschirme, Fernseher, PS5 generell. Und ich kann leider nicht jede einzelne Frage beantworten, vor allem weil auch immer wieder die gleichen Fragen gestellt werden. Deswegen bitte tut mir einen Gefallen, kommt zu uns ins Forum, stellt eure Frage dort und dann kann unsere Community nachhelfen. Die wissen auch manchmal natürlich besser Bescheid als ich selbst. Ich mache auch Fehler, auch hier in diesem Video. Ich kann euch nicht garantieren, dass alles, was ich jetzt gleich sagen werde, hundertprozentig korrekt ist. Deswegen bitte immer zuerst bei uns im PS5 Forum nachfragen. Ihr könnt auch gerne jetzt zum Thema Monitore hier in dem Thema, was ich erstellt habe, nachfragen. So, apropos, dieses Thema habe ich verlinkt in der Videobeschreibung und im Top-Kommentar angepinnt für euch. Und worum geht es da? Naja, ich habe euch mal ein paar Monitore rausgesucht, die ich empfehlen werde im Laufe dieses Videos. Das sind konkrete Modelle in allen Preisklassen und ich denke, da sollte für jeden was dabei sein. Wenn nicht, habe ich hier die entsprechenden Seiten für euch auch rausgesucht und die Kategorien mit den Monitoren verlinkt. Schaut euch das mal an. So, wo fangen wir an? Lasst uns mit dem Thema HDMI 2.1 anfangen. Das ist mein Lieblingsthema. So viele Leute achten so penibel darauf, dass der Fernseher HDMI 2.1 unterstützt und jetzt natürlich bei den Monitoren auch. Naja, der unterstützt ja gar nicht HDMI 2.1. Taugt das dann was? Naja, also HDMI 2.1 Monitore kommen Anfang nächsten Jahres. Und die gehen so bei 600 € los. Also das ist schon mal der erste Punkt. Wenn ihr nicht bereit seid, 600 € für einen Monitor auszugeben, dann braucht ihr euch die Frage überhaupt nicht stellen wegen HDMI 2.1. Zweitens, ja, HDMI 2.1 bringt Vorteile mit sich. Zum Beispiel die Wiedergabe von Inhalten in 4K mit 120 Hz, also 120 Bilder pro Sekunde. Da kann man jetzt fragen, kommt das überhaupt vor bei der PS5? Die Antwort darauf ist, bisher nicht und in Zukunft wahrscheinlich in den seltensten Fällen. Lohnt sich das also dafür? Eher nicht. So, wir haben natürlich Spiele auf der PS5, die laufen in 120 Hertz, zum Beispiel Call of Duty Cold War oder Dirt 5, aber nicht in 4K. So, und bei dem Thema HDMI 2.1, 2.0, 1.4, da geht es nur darum, in erster Linie, wie viele Daten kommen da durch, wie viele Daten können übertragen werden. Und dementsprechend, was für eine Auflösung kann da durchs Kabel geschickt werden, in was für eine Bildfrequenz. So, und wenn ihr euch das mal anschaut, HDMI 2.0 erlaubt auch 4K bei 60 Hz und in 2K 144 Hz. So. Nächstes Thema, HDMI 2.1 bringt VRR mit, Variable Refresh Rate. Das ist ganz cool. Das bedeutet, dass die Monitore und Fernseher, die dann HDMI 2.1 unterstützen, stufenlos die Bildfrequenz ändern können. Und die PS5 wird das auch supporten. Das ist ein cooles Feature. Aber ist es den Aufpreis wert?
Ich glaube eher nicht. Deswegen lautet mein Rat, ihr müsst nicht unbedingt warten jetzt mit dem Monitorkauf. Klar, wenn ihr jetzt überlegt, irgendwie ihr möchtet irgendwie 600, 800 Euro ausgeben für einen Monitor, dann wäre es vielleicht schon eine Überlegung wert, jetzt noch ein paar Monate zu warten auf HDMI 2.1. Dann, wenn man so viel Geld ausgibt, dann will man vielleicht auch das Bestmöglichste rausholen. Aber wenn ihr sagt, hey, ich habe 300, 400 Euro maximal, dann braucht ihr gar nicht drüber nachdenken. Okay, so ihr seht's hier, HDMI 1.4 unterstützt auch 4K, aber nur mit 30 FPS, also 30 Hertz. Und 4K-Bildschirme haben in der Regel 60 Hertz und unterstützen deswegen auch in der Regel eben HDMI 2.0, weil sonst kann man eben nicht wahnsinnig viel damit anfangen. So 2K mit 75 Hertz und 1080p bei 144 Hertz. Das mal nur so für euch, könnt ihr im Hinterkopf behalten, wie viel Datenmengen können überhaupt übertragen werden und wie äußert sich das in der Bildfrequenz, in der möglichen und in der möglichen Auflösung. So viel nur am Rande. So, dann lasst uns mal nach dem Preis gehen. Wenn ihr sagt, ihr habt nur 100 Euro zur Verfügung, mehr ist wirklich nicht drinne, dann empfehle ich euch 60 Hertz Full HD IPS. Alle Bildschirme, die ich hier verlinkt habe, haben IPS-Panels. Das ist die Bildschirmtechnologie, die verwendet wird. Und das ist auch die Bildschirmtechnologie, die ich eben dringend euch ans Herz lege. Es gibt noch VA und TN Panels, die haben so ihre Vor- und Nachteile, aber insgesamt lässt sich festhalten, IPS ist wirklich in fast allen Belangen so viel besser. Deswegen bitte probiert da nicht irgendwie noch 20 Euro rauszuholen oder was. Schaut, dass ihr euch ein IPS Panel holt. Denn ihr werdet es bereuen, wenn nicht. Sobald ihr einmal das gesehen habt, wie ein IPS-Panel aussieht, werdet ihr nichts anderes mehr wollen. Das garantiere ich euch. Ihr seht, ich habe da zwei Bildschirme rausgesucht für euch in dem Preisbereich. Und die könnt ihr euch mal anschauen. Ansonsten geht es jetzt bei ungefähr 200 Euro weiter. Und zwar mit 144 Hertz Full HD IPS. Zunächst mal, wer braucht denn überhaupt 120 Hertz? 120 Hertz sind nice, gar keine Frage. Ich habe es vorher schon erwähnt, Dirt 5, COD, die unterstützen 120 Hertz, nicht in 4K, sondern so ab 1080p aufwärts. Dirt 5 geht auch gerne mal ein bisschen unter 1080p und COD ist in der Regel so ein bisschen drüber von der Auflösung her. Ich würde euch 120 bzw. 144 Hertz Monitore nur ans Herz legen, wenn ihr wirklich extrem kompetitiv unterwegs seid, super viel Multiplayer spielt und da das letzte kleine bisschen rauskitzeln wollt. Versteht mich nicht falsch, das ist nice. 120 Hertz sind super. Aber zu welchem Preis? Weil den 4K-Bildschirm, den ich hier vor mir stehen habe, den habe ich für 230 Euro bekommen bei Black Friday, jetzt gerade vor 3 Tagen. Und der hat nur 60 Hertz. Aber ich spiele damit auch COD. Und soll ich euch was sagen, es läuft super flüssig und ich kann damit ein bisschen was reißen im Multiplayer. Das ist nicht so extrem wichtig, diese 120 Hertz, weil diese 4K machen einen viel größeren Unterschied. Ich hätte wirklich mal meine Reaktion filmen sollen, als ich das erste Mal hier mit der PS5 in 4K gespielt habe auf diesem Bildschirm. Ich war hin und weg. Leute, ich mache keinen Spaß. Das ist der absolute Wahnsinn. Und das bringt euch auch in Competitive einen gewissen Vorteil, auf 4K zu spielen, gar keine Frage. Ihr seht da ja einfach mehr. Ihr könnt weiter gucken, ja? Ihr seht den Scharfschützen, der ganz am anderen Ende der Map steht. Viel besser, ja? Also, ich sehe 4K mit 60 Hertz IPS bei deutlich mehr Leuten. Das macht mit der PS5 viel mehr Sinn. Meine ganz, ganz klare Empfehlung an der Stelle lautet, wenn ihr euch den Monitor holt, um wirklich primär damit an der PS5 zu zocken, dann holt euch einen 4K-Bildschirm. In IPS. Hier, 28 Zoll. Leute, das ist, das klingt jetzt blöd, aber das ist eine der schönsten Sachen, die ich jemals gesehen habe. Es ist wunderschön. Ich könnte den ganzen Tag nichts anderes machen, außer mir das angucken, wie der Spider-Man hier gerade vor mir sitzt. Es ist wunderbar, in 4K zu zocken. Ich habe vorher noch nie in 4K gespielt und das ist der Hammer. Und dafür ist die PS5 wie geschaffen. Spiele supporten 4K. So.
Wie gesagt, 120 Hertz kann natürlich auch Sinn machen, ja, wenn ihr im E-Sport-Bereich wirklich, wirklich unterwegs seid. Dann gönnt euch den 120-Hertz-Bildschirm, gar keine Frage. Aber passt auf, es gibt ja auch noch die Option mit 2K- bzw. QHD-Auflösung. Und da bekommt ihr 144 Hertz, auch so um die 300 Euro rum. Aber davon kann ich im Moment nur abraten, denn bei der PS5 ist es so, die unterstützt momentan noch kein 2K. Wenn ihr jetzt dieses Video hier gerade ein bisschen später seht, dann hat Sony vielleicht schon mal ein Update veröffentlicht und dann wird 2K supported. Aber das Problem momentan ist, dass die PS5 von 1080p, also von Full HD, aufskaliert auf 2K. Und das führt zu einem etwas verwaschenen Bild. Wieso ist das Bild jetzt verwaschen, wenn man da von 1080p hochrechnet? Naja, ist ganz klar. Ihr wollt immer irgendwie die native Auflösung von eurem Bildschirm erfüllen. Ansonsten muss man immer so ein bisschen umrechnen. Ja? Dann passt der eine Pixel nicht genau auf den einen Pixel und dann überlappt sich das mit anderen Pixeln, dann muss man so ein bisschen rechnen, was für eine Farbe zeigt dieser Pixel jetzt an, und das führt zu einem etwas verwaschenen Bild und das ist nicht optimal. So, wenn ihr aber sagt, naja, ich benutze den Bildschirm auch noch am PC, nicht nur für die PS5, dann kann so ein 144 Hz Monitor in 2K sehr schön sein, weil Full HD zum Beispiel 28 Zoll am PC echt wenig ist. Das ist wenig. Das macht keinen Spaß. Dann ist alles ein bisschen verpixelt. Deswegen diese 1080p, 120 oder 144 Hertz, die würde ich nur holen, wenn ihr es nur für die PS5 benutzt, extrem competitive unterwegs seid. Und von 2K würde ich in der Regel auch erstmal Abstand halten, ja. Und schaut wirklich lieber mal in die Richtung hier, um die 300 Euro gerade für 4K UHD 60 Hertz IPS. Wenn ihr richtig viel Geld zur Verfügung habt, dann könnt ihr aktuell für 800 Euro einen 4K-Bildschirm bekommen mit 144 Hertz. Sau nice, hat aber eben noch keinen HDMI 2.1, deswegen eventuell da noch ein bisschen abwarten. So, darüber hinaus gibt es noch so ein paar Punkte, auf die ihr achten solltet. Dazu zählt zum Beispiel die Reaktionszeit und der Input-Lag. Das sind zwei Themen, die Leute sehr gerne verwechseln, und ich erkläre euch kurz den Unterschied. Input Lag kommt primär dadurch zustande, dass Bildschirme und Fernseher das Signal, was eingeht, nochmal verarbeiten. Die schärfen das nochmal, die skalieren vielleicht die Auflösung, die ändern die Farben und das verzögert das Bild so ein bisschen. Deswegen passt auf, dass ihr einen Gaming-Modus habt. Denn diese Gaming-Modi an Bildschirmen, die machen nichts anderes, als zu sagen, hey, wir deaktivieren alle Effekte, wir nehmen einfach das Signal, was ankommt, und geben das so aus. Und das ist genau das, was ihr machen wollt, denn dann habt ihr als Monitorspieler einen riesen Vorteil gegenüber denen, die am Fernseher zocken, zumindest bei den nicht super teuren Fernsehern, weil da der Input-Lag relativ hoch ist. Ja, da gibt es auch Gaming-Modi, aber ja, Input-Lag und Reaktionszeit insgesamt höher bei Fernsehern. So, und was hat es mit der Reaktionszeit auf sich? Naja, das ist die Zeit, die ein Pixel benötigt, um zwischen Farben umzuschalten. Und das Ding ist, das wird oft von den Herstellern irgendwie angegeben mit einer Millisekunde. Und dann kommen die Leute zu mir her und sagen, Fabian, du hast hier einen Bildschirm geholt, da steht 4 Millisekunden Reaktionszeit. Wie kannst du denn damit spielen? Wie kannst du denn damit competitive irgendwas reißen? Das geht doch nicht. Doch Leute, das geht, weil die Hersteller mit ihren 1 Millisekunden Angaben, das ist Quatsch, das ist Marketing. Die schaffen ideale Bedingungen für diesen einen Pixel, um schnell umzuschalten, und das hat mit der realen Welt nichts mehr zu tun, was die da testen. Deswegen diese 1 Millisekunden Angaben, vertraut dem nicht so sehr. Schaut trotzdem, dass da irgendwie steht, 1 Millisekunde, 4 Millisekunden. Da sollten nicht 15 oder 30 Millisekunden stehen. Das ist viel, und dann seid ihr schon im Bereich von Fernsehen unterwegs und habt nicht mehr diesen Vorteil. Und dafür wollt ihr einen Monitor. Aber bitte gebt den Bildschirm, wo 4 Millisekunden dran steht, auch eine Chance. Diese 3 Millisekunden merkt ihr eh nicht, und das ist eh Quatsch. Ja, was die testen, das ist nur Marketing. Das hat mit der realen Welt nichts zu tun. So, das musste mal gesagt werden, weil ich wirklich so viele Leute haben mir erzählt, oh, was 4 Millisekunden, das geht doch nicht. Also, doch.
Doch. So, ihr seht jetzt hier den Bildschirm, den ich mir geholt habe. Link findet ihr hier. Moment, hier. Genau, hier bei 300 Euro. Wie gesagt, bei mir war im Angebot 230. Richtig gut, habe ich bei Twitter gepostet. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, wenn es mal wieder ein gutes Angebot gibt, ich werde es twittern. Deswegen folgt mir unbedingt. So, wir schauen uns das mal kurz an. Hier, wie gesagt, 4 Millisekunden. 28 Zoll. Was ist noch wichtig? Wir schauen mal an die technischen Daten. Helligkeit. Super wichtig, Helligkeit. Nicht zu unterschätzen. Je heller der Bildschirm ist, desto mehr Kontrast habt ihr. So, je höher, desto besser. 300 ist ein ganz guter Wert. Ja, könnte noch höher sein. 400 wäre besser. Aber achtet darauf, wenn da deutlich weniger steht, dann ist das ein Grund zur Sorge, weil ihr wollt wirklich einen hellen Bildschirm haben. Das macht einen großen Unterschied, insbesondere auch bei HDR. Und das ist der nächste Punkt. Achtet darauf, dass ihr HDR-Support habt, denn die PS5 unterstützt natürlich HDR10, HDR. Und HDR bringt euch wieder viele Vorteile, auch bei Competitive. Ihr seht einfach mehr in dunklen Bereichen und hellen Bereichen. Wenn es dunkle Bereiche und helle Bereiche gibt, seht ihr einfach mehr in den dunklen Bereichen zum Beispiel und in den hellen Bereichen. Das bringt einen guten Vorteil und das sieht auch viel besser aus. Dann könnt ihr natürlich noch gucken, was für Anschlüsse haben die Monitore. Hier zum Beispiel zweimal HDMI. Einen braucht ihr für die PS5. DisplayPort. So, hier bei den Features steht übrigens auch ein Game-Modus. Ja, achtet drauf, wie gesagt, ist relativ wichtig. Und ja, ich glaube, das war's so ziemlich. Jetzt, wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr euch unsicher seid, was ist das richtige Modell für euch, dann fragt bitte hier in diesem Thema nach. Und wenn euch da keiner antwortet, ich werde euch da antworten. Ja? Ich kann es nicht versprechen, aber ich werde es probieren. Aber bitte schreibt mir keine privaten Nachrichten mehr. Ich habe zu viele, ich kann nicht alles beantworten. Ich sitze schon den ganzen Tag nur noch da und antworte auf Nachrichten. So, also bitte bei uns im Forum nachfragen, haben viel mehr Leute was von. Okay, so jetzt am Ende des Videos möchte ich nochmal kurz auf meinem Bildschirm eingehen. Wie gesagt, 4K, HDR, 28 Zoll, IPS. Es ist so schön. Ich habe es ja vorher schon gesagt in dem Video. Ich bin einfach glücklich mit dem Ding. Ich bin so glücklich. Und ich würde das im Leben nicht eintauschen wollen für 120 Hertz. So cool ich auch 120 Hertz finde in Verbindung mit COD. Und so sehr mir das vielleicht auch noch den letzten Vorteil geben würde gegenüber meinen Gegnern. Wenn ich das sehe, ich sehe hier gerade wieder den Spider-Man da sitzen und boah Leute, ich kann so nah rangehen, es sieht so wunderschön aus. Also bitte, holt euch den 4K-Bildschirm. Also gut, ich glaube, ich habe genug Werbung für 4K-Bildschirme gemacht an der Stelle. Es gibt eine Sache, die mir nicht so gut gefällt bei dem Samsung-Bildschirm und zwar, es ist nicht so einfach, den auszuschalten. Das klingt jetzt blöd, aber mein anderer Bildschirm, den ich am PC hängen habe, der geht einfach aus, wenn er kein Signal mehr bekommt. Und das ist bei dem Samsung-Bildschirm nicht der Fall. Den muss ich manuell mit 3 Klicks, also 3-mal hier auf den Button drücken, ausschalten und das ist nervig. Das finde ich irgendwie umständlich, bisschen blöd. Das ist aber auch das Einzige. Ansonsten muss ich sagen, die ganze Navigation von den Einstellungen vom Bildschirm funktioniert alles mit einem einzigen Knopf, der halt ein Joystick ist. Und das ist wunderbar gelöst. Und ihr seht, ich habe jetzt hier rechts neben mir einen recht billigen BenQ-Bildschirm stehen. Full HD, TN-Panel. Und Gott, das sind so Weltenunterschied. Jetzt nicht mal nur von der Auflösung her, sondern auch von der Bildqualität. Da liegen Welten dazwischen. Deswegen bitte Leute auch, wie gesagt, spart nicht irgendwie die 20, 30 Euro. Holt euch einen IPS-Bildschirm. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Und dann werdet glücklich damit, ja. Eine Sache vielleicht noch, was ihr bedenken müsst, wenn ihr jetzt überlegt, hole ich mir einen Bildschirm anstatt einem Fernseher, dann beachtet natürlich, Couch-Koop wird natürlich damit schwierig. Ja, wenn ihr Freunde zu euch einladet, euch da zusammen vor einen Monitor setzen, das ist nicht so schön. Aber dann würde ich sagen, dann behaltet doch einfach den Fernseher, den ihr habt. Auch wenn ihr nur 1080p habt, ja. Das reicht zum Zwischendurch mal zocken. Das reicht, wenn ihr mal Freunde einladet. Ihr braucht nicht unbedingt 4K, ja. Und wenn ihr alleine zockt, dann setzt euch einfach schön vor den Bildschirm. Genauso mache ich es jetzt auch, ja. Und dann gönnt euch.
So, das ist meine Empfehlung an der Stelle. Ich hoffe, ihr schaut bei uns im Forum vorbei. Würde mich sehr freuen. Wie gesagt, jetzt über 1500 Leute haben unser PS5-Forum abonniert hier auf meiner selbst programmierten Website Forum. Super cool. Freut mich sehr. Unser Gewinnspiel läuft noch bis Sonntag. Der Gewinner hatte sich nicht gemeldet. Ich verlose eine PlayStation 5. Wenn ihr das Video hier rechtzeitig seht, dann könnt ihr noch mitmachen. Und zwar bis Sonntag. In diesem Sinne, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet für mehr Videos zur PlayStation 5. Mein Name ist Fabian und das war PS Let's Play. Wir sehen uns bei forum.de. Ich bin raus. Macht's gut.